Whoa, hey, stay in the car there, homeboy. I'll deal with you later. Yeah, fuck you too. Und willkommen zurück auf den Straßen von Los Santos. Ich bin weiterhin mit Michael im GTA 5 Story-Modus unterwegs auf der PlayStation 4. Und mal gucken, was die Karte als nächstes für uns hat. Ein blaues D für Devin, das sympathische Kerlchen. Alles klar, dann begeben wir uns direkt dorthin. Den Weg dorthin schneide ich und wir sehen uns gleich zum Beginn der Mission. Autsch. Michael hat ein Schleudertrauma. Was macht denn der eigentlich? Was macht denn Michael da im Auto? Was macht denn Michael? Wippt der zur Musik, zur nicht hörbaren, oder hat er tatsächlich ein Schleudertrauma? Und da wären wir auch schon. Zumindest in jeder Sekunde. Genau, hier ist die Baustelle. Hallo, ihr sympathischen Kerlchen. Ach ja, stimmt, da gab es ja auch mal irgendwann eine SMS, ne, zu dieser... Ach, kann ich jetzt nicht mehr auswählen. Na, egal. Hallo zusammen. What's going on? You're gonna dress up as traffic cops, and you're gonna rob two trust fund kids that I know and dislike intensely. Why? We can get a good price for the vehicles in Asia. Look, complete the work, you'll all be well paid. You're late, sugar tits. Yep. So what's going on? Oh. You finally get to realize your childhood dream and dress up as a cop. Mr. Weston's research team suggests the two boys like to ride on the Sonora Freeway. Sounds manageable. Hey, you two get going. Ooh, let's go, T. Dog, I don't know if this shit is for me, homie. My life's already way the fuck out of control. All right, look. I'm a Darwinist brother, all right? Some prosper and some struggle. Now, are you out of your goddamn mind? This is your lucky break. Choose. Now, are you gonna do this, or have you simply found your level in life? I guess we'll find out. Yeah, I guess we will, homie. Steig in das Auto. Na, sehr gerne sogar. Nette Karre, whatever it is. Ja, so ein bisschen Jaguar-Sportwagen nachempfunden. Ja, ne? Jaguar ist das, ja. Muss ja immer ein bisschen raten. So. In dem Fall gehen wir dann doch mal in die Ego-Perspektive. Die ist nämlich zum Autofahren echt klasse. Nur zum Laufen finde ich die richtig kacke, wenn man nicht gerade vor einer Tastatur und einer Maus sitzt. So. Was sollen wir jetzt eigentlich tun? Irgendwas mit Autos klauen oder so, ne? Das habe ich jetzt auch irgendwie nur so halb geschnallt. Na, ich würde sagen, wenn jetzt nichts Spannendes passiert, schneide ich den Weg dorthin wieder und wir sehen uns gleich am Ort des Geschehens. Telefon. Hey, I'm nearly with these dudes, man. You guys comfortable on your end? Yeah, I guess. We look pretty ridiculous. All right, man. Look, I'll see you soon. Yeah, we'll pick you up coming through Grape Seed. Get the drivers there and get them going at speed. Ja, es war ja mal wieder ein prädestiniertes Beispiel dafür, dass Handys am Steuer einfach unsicher sind. Da hat er sich doch direkt fast in den virtuellen Tod gefahren. So, und das ist jetzt ein ganz schöner Ritt hier über die Free und Highways des Bundesstaates San Andreas. Und irgendwo muss ich jetzt hier diese Typen finden mit ihren teuren Autos und die dazu bewegen, ein Rennen mit mir zu machen. Habe ich das richtig gesehen? Ah, jetzt bin ich dran vorbeigefahren. So, jetzt hoffe ich, dass mein Auto nicht ganz Schrott ist. Das ist nämlich schon ziemlich Schrott. Zumindest von vorne. Auweia, aber richtig. Weil ich muss mit dem Dingenskirchen hier schließlich auch noch ein Autorennen fahren, ne? So, wo sind die Jungs? Hier, an der Tanke. I'm telling you, 2.7 millimeters. What the fuck does hey, how about we see which one of you two is for real? So get in your cars and let's see if they move as fast as your mouth. The fool wants to race us. We were just getting out of here anyway. All right. Na super. Dann fahre ich euch mal lässig hinterher. Ganz lässig. Ich
glaube jetzt mal, vermute ich mal ganz schwer, dass die Mission gar nicht so sehr darum geht, das Rennen zu gewinnen, sondern einfach nur hier zu überleben und an den Jungs dran zu bleiben. Weil wir wollen ja im Endeffekt nur ihre Autos knacken. So, wie war das? Drücke L3 und R3, um die Spezialfähigkeit von Franklin zu aktivieren. Stimmt, das wäre durchaus... Was war das denn? Na komm, dann geht's doch mal kurz in die Außenperspektive hier. So, stimmt. Franklin hatte diese geniale Spezialfähigkeit, wo er ja hier in super Zeitlupe quasi an allem und jedem durch und weg und sonst was fahren kann. Ich muss jetzt echt mal gucken, dass ich an den Jungs hier dran bleibe. Oh weia. Jupp. So, die Fähigkeit ist leider nämlich auch schon ziemlich aufgebraucht. Echt gucken, dass ich an den Jungs dranbleibe hier. Da sind sie, alles klar. Concentration, please. Wir haben nämlich auch wirklich fast nichts mehr von unserer Spezialfähigkeit hier. Deswegen schön noch ein bisschen dosieren. Wie gesagt, an sich sind sie auf jeden Fall schneller als wir. Wir müssen halt einfach nur dranbleiben. Wir werden jetzt hoffentlich nicht irgendwelche Autos rammen und entgegenwerfen. So, läuft doch ganz gut. So, den ersten haben wir schon mal abgehängt da hinter uns. Jetzt müssen wir den zweiten noch knacken, ne? Hey, we're coming up now, man. Be there in a few seconds. Whatever. Sehr schön. I'll tell you about that later. Ja. Für solche Motorräder gar nicht schlecht, dass sie mit diesen Sportwagen hier mithalten können, ne? Stay on them, T. They'll stop eventually. Alter, T, was ist mit dir los, ey? War doch nicht zufällig ein bisschen Nitro oder so, das Motorrad, hä? Ah doch, wir holen langsam auf. Na gut, ich gebe auf jeden Fall Vollgas, viel mehr kann ich nicht machen, also ist das wohl so gedacht. Was macht ihr denn hier? Weg da! Das ist meine Motorradspur, Mann. Das ist lustig, ne? Wenn man den linken Stick drückt, das ist hier die normale Sirene. Und wenn man den linken Stick drückt, kommt immer ein anderes Geräusch. Das Motorrad ist aber schwieriger zu fahren. Das ist echt nur Schnickschnack. So, wir haben sie doch gleich, oder? Franklin ist auch dabei. Den überholen wir jetzt. Und dann krammen wir uns die beiden Säcke. Hey Jungs, wie sieht's aus? Ah, alles klar.
Whoa, hey, stay in the car. Einmal Fahrzeugpapiere, bitte. Yeah, fuck you too. You know how fast you were going? Gee, I don't know, officer. I try to keep it under the limit. Well, you and your boys look like you were drag racing from where we are sitting there, so why don't you get yourself out of the car? Come on. Officer. Is this entirely necessary? Yes, it is. Get on. Come on. Hands on the car. Let's go. Come on. Get out of the fucking car! Hey! Hey! What are you doing, fucking car? All right, we gotta make sure. Get out of the fucking car, you pint-sized prick! You little shit! Get the fuck out of here! Go on! Ja, das sind nochmal richtig geile Karren, hä? Zu wem soll ich wechseln? Ja, nicht zum Handy. Jedes Mal drücke ich verkehrt. Ne? Wechsel zu demjenigen, der zurückfahren soll. Mich würde mal Trevors Auto interessieren. Yes. I know that voice. You're that Johnson's Johnson. Molly Schultz, Senior Vice President and General Counsel to Devin Weston's Holding Company, if that's what you mean. Oh, keep talking. I'm enjoying this. Let's assume you're talking about the cars. Bring them to Hayes Auto on Little Big Horn in South L.S. Mr. Weston and I will meet you there. Don't hang up. I think I love you. I vote we indulge his childish need to play. Besides, it's his head on the block if they get scratched. Devin's lonely lawyer says go to Hayes Auto in South L.S., so that's where I'll be waiting. We'll see about that. Alles klar, wir bringen die Karre weg, während Trevor noch von seiner Bookworm-Bitch träumt. Ja, passiert jetzt hier nichts Spannendes, ist klar, kennt ihr das, schneide ich den Weg dorthin. Und wir sehen uns gleich zum Abschluss der Mission. Es macht richtig Laune, hier rumzuheizen. Das funktioniert doch richtig gut. Und die Straßen sind eben auch schön breit, selbst für so Dödel wie mich. Nein! Fahrzeug steuert sich aber echt geil, eine absolute geile Karre. Gut, wir sind in der Stadt, jetzt wird der Verkehr ein bisschen dichter, die Straßen ein bisschen enger. Oh, fuck, schade eigentlich. Ja gut, wir sollen die Autos auch möglichst unbeschädigt da abliefern. Jetzt muss ich mal gucken, ob die Belohnung dann tatsächlich gekürzt wird oder ob ich das Ding noch irgendwie
Fuck, Mann, in die Reparatur bringen muss. Oh, scheiße. Whoa. What happened there? Bin doch relativ gut durchgekommen. Aber das Auto dann doch wieder ziemlich zu Schrott gefahren, ne? So, schade eigentlich. Geile Karre, echt. Gentlemen, I love you all. Oh God, this is gonna be fantastic. One kid and two old creeps. Who the fuck would have thought it? Gentlemen, move the vehicles. Hey, give me five, five, and five. Oh, hey, chest kiss, homie. Boom. Dog, come on, man. You got the fucking paper? Abso-fucking-lutely. Look, you finish the job, you get the paper. But the order was for five cars. If I'm not mistaken, that's only two. Just give me the fucking money now! Oh, I'm so scared. I really, really am. But you know what? I'm a payment on completion of work type of guy. You don't like the job? Take a fucking walk. Like, come on, man. Hold on. So what's next, man? Well, it's the Z-type. Chad Mulligan. Lay it on him, kid. Mulligan's a record producer. He's going through a messy divorce. He's hiding his valuable assets, including the car, so that makes it complicated. He'll clock any ground surveillance we run. All we've got to go on is that the car's in a lockup in Howick. So we just go house to house? Not quite. We have access to an LSPD helicopter. The computer on board can ID pedestrians from a chip in their driver's license. Find Mulligan in Howick, follow him to the lockup. Someone on the ground collects the car. All right, so who does what? You're not needed for this job. Phillips, you're in the chopper. Clinton, you're on the ground. I don't understand the deal between you two. Yeah, well, I don't understand the deal between you two either. But you know what? Life! It's just one long mystery. Bye-bye, gentlemen, and stay spiritual. Oh, and Michael, I'll be in touch about your friend, Solomon. All right, good. Guti, ich würde sagen, bestanden. Jawohl, ja, gegen das Gesetz. Und zwar mit einem Abschluss von 80%. Okay, wir haben zu lange dafür gebraucht. Und wir sind nicht dem Anführer nachgefahren oder was auch immer. Latte wie Hose oder so ähnlich. Ja, schön, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei wart. Es kommen sicherlich noch einige Videos mehr zu GTA 5. Es gibt ja auch schon einige auf meinem Kanal. Und ja, auf jeden Fall vielen Dank, wenn ihr bis hierhin dabei wart. Und wir sehen uns hoffentlich in einem der nächsten Videos wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hat's euch gefallen, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Den findet ihr hier unten, außerhalb des Videos. Weitere Aufnahmen von GTA 5 findet ihr in der hier verlinkten Playlist. Wenn ihr weitere Let's Plays sehen möchtet, kann ich euch zum Beispiel Alien Isolation empfehlen. Sehr cooles Spiel. Ansonsten freue ich mich immer über einen Besuch auf meiner Kanalseite. Und wenn ihr up to date bleiben möchtet, dann abonniert doch am besten meinen Kanal. Da würde ich mich noch mehr freuen. Ich hoffe, wir sehen und hören uns wieder. Euer MacRalph.